Wir befinden uns gerade in einem riesigen kosmischen Ereignis, denn eine Energiewelle, die viermal so stark ist, als wie wir es in der Vergangenheit schon erlebt haben, rollt auf die Erde zu und sie wird uns heute, morgen und die nächsten Tage intensiv erreichen. Auch gibt es einen großen Sonnenfleck, der gefährlich werden könnte für das magnetische Erdgitternetz. Und was das alles mit uns zu tun hat, was wir aushalten müssen oder was es noch für eine tiefere Bedeutung hat, das wirst du in diesem Video von mir erfahren. Bevor wir jetzt mit diesem spannenden Thema beginnen, was ja unser aller Leben beeinflusst, möchte ich dich gerne aufmerksam machen für die Links unter diesem Video. Dort kannst du kostenlose Angebote von Smarana wahrnehmen und auch mal einen Blick in mein neues Buch werfen, täglich bewusst ein Achtsamkeitstagebuch, was du nutzen kannst, um in deine Selbstliebe zu kommen, um selbstbewusster zu werden und insgesamt stabiler in der aktuellen Zeit. Schau gerne mal rein. Heute und jetzt in diesem Video werde ich dir erklären, was diese große Energiewelle zu bedeuten hat, was die mit uns macht, was das mit der Zirbeldrüse zu tun hat, was das mit den Menschen zu tun hat, was das mit dem Magnetgitterfeld zu tun hat. Wir werden auch astrologisch gucken, was das mit Pluto zu tun hat. Und dass alles sowieso mit der Sonne zu tun hat, ist schon klar, aber wir werden das nochmal genau anschauen. Und wir werden auch eine ganz besondere Erdung machen in der Meditation am Ende des Videos. Also es ist unheimlich interessant und es ist gut, dass du da bist. Bleib unbedingt dran. Dann gibt es noch eine ganz tolle Neuigkeit für euch alle. Und zwar haben wir für die Kanalmitglieder die Möglichkeit geöffnet, dass unsere Kanalmitglieder schon die Videos vorab ansehen können von uns. Du musst dafür die zweite Stufe wählen, wenn du dich anmeldest. Und also nicht Lichtbringer, sondern Lichtbote. Und wenn du Lichtbote bist, kannst du die Videos alle schon vorher anschauen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön, weil du dann ja zuerst informiert bist und zuerst alles genau weißt, was von uns kommt. Also und das, was jetzt gerade geschieht, was jetzt gestern am 20. begonnen hat, also was wir hier auf der Erde fühlen können, ereignet hat sich wohl am 17. Juli auf der Sonne. Und jetzt kommt die Energie so langsam zu uns, aber vierfach stärker. Das heißt, gestern, heute, morgen, übermorgen, die nächsten Tage befinden wir uns in dieser großen Energiewelle. Und diese Energiewelle wird viele, viele Menschen dazu bringen, aufzuwachen. Das ist so der Hintergrund und Gottes Plan ist es ja auch letztendlich, dass die Menschen immer mehr aufwachen. Und von daher hat also diese Abfolge oder diese Reihenfolge der Geschehnisse einen tieferen Sinn, nämlich unser Bewusstsein Schritt für Schritt immer mehr zu erhöhen und auch die Personen zu erreichen, die noch im Tiefschlaf sind. All das ist etwas sehr Wundervolles, Großes und ich freue mich über das, was geschieht, obwohl ich weiß, vielen von uns ging es schon gestern oder vorgestern einfach nicht so gut. Und zwar haben wir ja diese Energien intensiv am Körper gespürt. Viele von uns waren total müde, hatten keinen Elan und konnten nichts machen und auch manchen war es schwindelig. Und das sind die Auswirkungen der hohen Energie. Und ich glaube aber mit diesem Video, wenn man hört, dass es daran liegt, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, sondern dann hat man so die Erklärung und mit dieser Erklärung kommt man wieder in seine Kraft. Ich habe das also bei einigen festgestellt. Wir hatten uns unterhalten oder auch E-Mails geschrieben. Und dadurch ist dann immer noch mal eine beruhigende Energie durch die Erklärung gekommen. Sagt man, ach so, daran liegt es ja kein Problem. Und schon bist du wieder in der Kraft. Wenn du jetzt aber da mittendrin bist, dann kann ich dir sagen, trinke viel Wasser. Trinke viel Wasser und versuche, dich auch einfach auszuruhen und geh mal spazieren.
diese Energien, die hier auf uns, auf die Erde kommen von der Sonne. Und wer meinen Sonnenanhänger kennt, der weiß, dass die Sonne eine riesengroße Kraft hat und dass sie uns mit Lebensenergie überschüttet. Und die Sonne ist etwas sehr Positives. Und diese Sonnencodes, die werden durch diese Sonnenstürme, durch die Sonnenflares übertragen. Und Sonnencodes sind dafür da, um unsere Lebensenergie zu stärken. Und das geschieht jetzt. Und was noch geschieht, und das ist unheimlich wichtig, ist die Aktivierung der Zirbeldrüse. Und wir sind ja, unsere Zirbeldrüse ist ja so ganz klein und sie wird mit dieser Energieübertragung, mit dieser riesengroßen Energiewelle ihr Wachstum wieder aufnehmen. Das konnte ich channeln. Also es ist in vielerlei Hinsicht werden hier Schritte unternommen, um unser Bewusstsein immer wachsamer zu machen, immer mehr zu erhöhen. Und wenn du dir überlegst, dass die Zirbeldrüse beginnt nun langsam zu wachsen, dann werden wir noch viel mehr in unsere Kraft kommen. Denn die Zirbeldrüse ist ja so das, sozusagen das Tor zu unseren Fähigkeiten. Und je mehr die Zirbeldrüse entwickelt ist, umso mehr können wir mit unseren Fähigkeiten, mit den geistigen Fähigkeiten wirken. Und all das kommt hier über diese Ereignisse zustande, die von der Sonne, diese wunderschöne, tolle Energie, die auf die Erde fließt. Also es ist letztendlich als ein ganzheitlicher Kontext zu betrachten, denn es sind wohl, sage ich mal, technische Probleme möglich durch diese Energieeinstrahlung. Aber das sind, sobald die Technik ausfällt, müssen wir uns ja mit unserem Gehirn, mit unseren Fähigkeiten mehr anstrengen und dann kommt da was in Bewegung. Das heißt, wir befinden uns so in einer Phase der Neugeburt. Die Zirbeldrüse befindet sich in einem neuen Erwachenszyklus. Und das ist das Wichtigste von dieser ganzen Botschaft. Die Zirbeldrüse beginnt wirklich zu erwachen und sich zurückzubilden in, zu ihrer ursprünglichen Form. Das ist natürlich ein Prozess, aber der beginnt jetzt. Wie lange er dauert, kann ich euch nicht sagen. Und es ist, gehört natürlich schon ein bisschen Geduld auch dazu. Aber all das, was hier geschieht, hat tiefgehende, tiefgreifende Auswirkungen auf das Erwachen, allgemein von den Menschen. Und die Zirbeldrüse spielt dabei eine wirklich zentrale Rolle. Und dadurch, durch das spirituelle Wachstum, was wir dabei erreichen, wird die Verbindung zu unserem göttlichen Licht erheblich gestärkt. Und die göttliche Flamme ist ja genau das, was uns mit Gott, mit der Schöpfung verbindet. Und wer den Fokus darauf legt, die göttliche Flamme intensiv zu spüren und auch zu nähren, jetzt gerade in diesen Tagen, wird sehen, wie wunderschön das ist und welche Kraft du dabei bekommst. Jetzt werfen wir noch mal schnell einen Blick in die Astrologie, denn wir haben ja auch den Vollmond jetzt diese Tage mit seiner Energie, der uns zusätzlich beeinflusst und wir haben Pluto. Pluto, der ist unter diesem Vollmond im Juli jetzt auch sehr aktiv und er wird die ohnehin schon aufgepeitschten und aufgestauten Emotionen nochmal verstärken und intensivieren. Das heißt also, wir haben über den Vollmond im Pluto, der in Konjunktion mit dem, mit Pluto steht, einen mächtigen Transit, der tatsächlich auch unbequeme Wahrheiten ans Licht bringen könnte. Also es geschieht auch noch mal im Außen sehr viel. Es kommen noch mehr Wahrheiten ans Licht und manchmal auch dadurch Schmerzen, also emotionale Schmerzen aus der Vergangenheit, was noch nicht aufgearbeitet ist. Und das alles will natürlich anerkannt werden. Also wenn ihr da jetzt auch sowas spürt,
frühere Verletzungen wieder auftauchen oder in der Familie Situationen auftauchen, wo also Themen hochkommen, die ihr schon längst gedacht habt, die sind abgearbeitet, wenn sowas geschieht. Liegt das jetzt an dieser hohen Energie und an Pluto, der alles verstärkt und dadurch eigentlich der Weg für eine Heilung, für eine noch tiefere Heilung gezeigt wird. Und wenn du das beachtest, kannst du jetzt in diesen Tagen ganz große Sprünge machen in deiner persönlichen Entwicklung sozusagen. Und aber letztendlich ist der Einfluss von Pluto auch noch sowieso positiv zu bewerten, weil er uns ja hilft, heil zu werden, ganz zu werden. Und er ist ein Vorbote von noch größeren Veränderungen, die Anfang September bis Mitte November auf uns warten. Also, wenn Pluto dann in den Steinbock wandert, wird es noch mal sehr heiß hier zugehen. Und das, was wir jetzt erleben, ist so, ja, das Vorspiel sozusagen in diese Energien. Und was wichtig ist bei all dem Ganzen, dass du deinen Seelenweg kennst, dass du deinen Seelenweg reinhältst und auch dann pflegst. Und das werden wir im Webinar zusammen tun. Unter dem Video ist ein Link, da kannst du dich noch anmelden und dabei sein. Und wir sehen uns jetzt auch noch gleich. Heute Abend gibt es das Live-Channeling für die energetische Reinigung und Ausleitung von allen möglichen Dingen, die im Körper nicht sein sollen und auch eine Heilung von Parasiten. Also wenn du gerne was für dich tun möchtest und schon den ersten Schritt in das Heilwerden hinein tun möchtest, dann melde dich an, du kannst es noch tun. Wir beginnen ungefähr um 20 Uhr und du bekommst auch sofort den Link und kannst da dabei sein. Wer jetzt das versäumt hat, kann natürlich nachträglich immer noch dieses Live-Channeling genießen, diese energetische Ausleitung genießen. Die Energien sind dann in der Botschaft im Video gespeichert und wirken zu jeder Zeit. Und es hat auch einen Grund, dass wir das also heute machen, weil wir da in dieser Vollmondenergie noch drin sind. Und gerade an Vollmond kann man am besten ausleiten und am besten Parasiten bekämpfen. Und auch kannst du dies alles als Vorsorge tun, damit du gestärkt bist und sich diese Dinge gar nicht erst bei dir ansiedeln können. Ich weiß, es ist ein bisschen ein komisches Thema, aber es ist wichtig, dass wir uns auch darum kümmern. Ja, und jetzt lade ich euch gleich ein zu dem Channeling und möchte euch auch noch auf meinen Telegram-Kanal aufmerksam machen. Besucht Telegram dort. Sprechen wir über viele wichtige Themen und es ist ein sehr schöner Austausch. Man kann sich dort also auch man kann um Hilfe bitten, man kann Fragen stellen und man wird also da sehr liebevoll in der Gemeinschaft aufgenommen. Und ich freue mich wirklich immer, wenn ich darauf schaue. Also schau gern mal rein und informiere dich auch dort über die aktuellen Themen. So, jetzt sprühe ich mich ein. Mit dem Aura-Schutzspray. Geliebte Herzensmenschen, ich darf euch alle mit meiner Liebe begrüßen und mit meiner Freude beschenken. Es ist schön, dass ihr heute hier seid und ich möchte euch helfen, in den Energiefluss zu kommen, denn die Energien, die auf die Erde strömen in den nächsten Tagen, sind, wenn man sie richtig verwendet, ein Segen für uns alle. Und damit dies leichter für dich wird, dich mit diesen Energien zu verbinden, lade ich dich ein, diese gechannelte Meditation zu genießen. Und wir beginnen damit, das Licht der Liebe einzuatmen und uns mit diesem Licht auszudehnen. Und so sende ich meine Herzensliebe zu euch. Sie fließt von Herz zu Herz direkt zu dir. Und vielleicht spürst du ja,
wie die Energie sich gleich anhebt und wie dich die liebevolle Energie des Herzens umhüllt und trägt. Und damit es dir auch wirklich gut geht, lade ich dich ein zu einer speziellen Erdung, zu einer Erdung, die jetzt in die aktuelle Zeit gut passt. Und zwar überreiche ich dir die Smaragdkugel, wenn du deine Hände zusammenhältst zu einer Mulde und dir vorstellst, dass in deinen Händen eine Energiekugel liegt, dann hast du nun die Smaragdkugel der Erdung in deinen Händen. Und diese Smaragdkugel hebst du hoch über deinen Kopf, öffnest dein Kronenchakra und lässt die Erdungskugel langsam in deinem eigenen Tempo durch deinen Körper wandern. Und du kannst jetzt bestimmen, wo die Kugel etwas länger verbleiben soll und wo sie vielleicht schneller durchfließen soll. Ich überlasse dir den Rhythmus und die Geschwindigkeit und nimm dir ruhig Zeit und spüre, wie dich diese Kugel erdet. Du kannst auch diese Kugel einfach durch jedes Chakra hindurchlaufen lassen. Nimm dir Zeit, ich gebe dir jetzt einen gewissen Raum, in dem du ausprobieren kannst, wie es sich anfühlt, wenn die Kugel der Erdung durch dich hindurchfließt. Und nach einer Weile, wenn du spürst, dass die Kugel in deinem Wurzelchakra angekommen ist, dann teile die Kugel auf und lass sie durch deine Beine. Also es haben sich zwei Kugeln gebildet und die fließen nun durch deine Beine hinein in die Erde. Und wenn du magst, kannst du auch zwei weitere Kugeln in deinen Händen entstehen lassen, sie nach unten drehen und ebenfalls in die Erde fließen lassen. Und vielleicht spürst du jetzt, wie du intensiv mit Mutter Erde verbunden bist über diese Kugeln. Wie sich dein Körper, deine Füße standhaft anfühlen, du stabil und zentriert in deiner Mitte bist. Das ist die Liebe von Mutter Erde, welche dich hält und trägt, welche dir zuflüstert. Ich liebe dich. Und mit dieser Liebe, mit der du so intensiv verbunden bist, darfst du deine Augen öffnen, darfst du Mutter Erde danken, darfst du dir selbst danken, deiner Seele, dass sie dich hierher geführt hat. Und mit dieser Erdung wirst du, wenn du sie wiederholst, eine große Stärkung deiner Energie erreichen. Eine Stabilität deiner Emotionen und die Stärkung des Friedens und deiner Kraft erleben. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und verabschiede mich voller Liebe von dir mit einer Umarmung. Bis zum nächsten Video.